Also ich bin ja überhaupt nicht büchersüchtig. Nö, überhaupt nicht. Nö? Oder vielleicht doch? Diese Frage gilt es im heutigen Video zu klären und wenn ihr wissen wollt, ob ich büchersüchtig bin oder nicht, dann bleibt unbedingt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute gilt es darum, einfach mal die Frage zu klären, ob man büchersüchtig ist oder nicht. Und ich habe dann einen ganz tollen Tag bei Juli Liest auf dem Kanal entdeckt. Den habe ich mir direkt gemopst und wenn ihr die Fragen gerne beantworten wollt, ich werde euch natürlich alle Fragen in der Videobeschreibung verlinken. Wenn wir über irgendwelche Bücher sprechen, dann verlinke ich euch die auch in der Videobeschreibung und ich verlinke euch natürlich auch das Video von Juli Liest, Juli Bücher. Juli Bücher heißt sie. auf jeden Fall hier irgendwo auf dem i und auch nochmal in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit der ersten Frage. Was ist die längste Zeit, die du überstehst, ohne ein Buch in die Hand zu nehmen? Und ich hatte ja so in den letzten Monaten so eine Leseflaute, würde ich nicht sagen, aber ich habe ein bisschen weniger gelesen, auf jeden Fall, als früher. Und ich halte es aber trotzdem nicht länger als einen Tag aus, ein Buch in die Hand zu nehmen, weil Lesen einfach, seit ich denken kann, zu meinem Alltag gehört, zu meiner Entspannung gehört und ich das einfach brauche, in meine Bücher, in meine Geschichten abzutauchen und ich habe das, glaube ich, noch nie länger als einen Tag geschafft und selbst wenn ich nur 2 Seiten gelesen habe, weil es so wenig war, ich habe trotzdem eigentlich immer täglich irgendwas gelesen. Ich dokumentiere ja jetzt nicht die Seiten, die ich täglich lese, aber ich nehme wirklich täglich ein Buch in die Hand. Dann, wie viele Bücher trägst du zurzeit mit dir rum, physisch oder auf einem Gerät? Also bei mir ist es ja so, auf meinem Tolino sind natürlich sehr viele Bücher irgendwie versteckt, aber die zählen jetzt nicht so zu meinem Sub. Aber was ich so zurzeit mit mir herumtrage, sind eben Geschichten, meine Currently Reads, die ich gerade lese oder höre. Und ich höre immer 3 oder ich beschäftige mich immer mit 3 bis 4 Büchern gleichzeitig. Und zwar brauche ich immer ein Print, das ich immer in der Hand halten kann, zu Hause zum Beispiel am liebsten. Dann lese ich noch ein E-Book, weil ich abends im Bett ist es einfach bequemer, wenn das Licht schon aus ist, Kinder liegen auch im Bett und wenn wir da so rumliegen, ist das einfach mit Tolino viel bequemer und auch so unterwegs. Und dann gibt es immer noch ein Hörbuch und da höre ich, das habe ich ja dann eh immer bei mir. Und wenn dann noch eine Leserunde ansteht, dann habe ich da das entsprechende Buch auch noch bei mir. Zurzeit lese ich nicht viele Leserunden, weil ich nicht die zuverlässigste bin momentan, nicht so hinterherkomme. Deswegen sind es eher so 3 Bücher, die ich jetzt aktuell immer so in der Mache habe, weniger aber eigentlich selten. Dann, behältst du jedes Buch, das bei dir einzieht? Nein. Also bis vor 4 Jahren kann ich sagen, ja, da konnte ich mich von Büchern überhaupt nicht trennen und die Bücher haben sich gestapelt. Ich hatte hier noch mehr Buchregale. Dann ist es aber so gewesen, dass ich schwanger geworden bin und mir dann mal Gedanken machen musste über den Platz in unserer Wohnung. Wir haben damals noch in einer Wohnung gewohnt, zwar in einer sehr großen Wohnung, aber wenn die Wände wirklich von Bücherregalen gespickt sind, sollte man sich dann mal Gedanken machen. Und die Bücher werden ja mit den Jahren auch nicht weniger. Also habe ich angefangen auszumisten. Und seitdem ist es so, dass ich 1 bis 2 Mal im Jahr hier einen Rundumschlag durchs Bücherregal mache, wo ich wirklich nur noch Highlights behalte, von denen ich mich auch trennen kann und von denen ich mich nicht trennen kann. Und auch wenn ich Lesemonate dann abgedreht habe, entscheide ich mich direkt schon, welches Buch kann direkt ausziehen und so mache ich das dann eben. Und dann je nachdem tausche ich den dann über Tauschticket, ich verschenke sie teilweise auch, weil es ja auch Rezensionsexemplare dabei sind. Oder ich verkaufe natürlich auch Bücher, wenn ich einen Käufer finde. Es ist nämlich auch ziemlicher Aufwand, jemanden zu finden, der dann ein gebrauchtes Buch abkauft. Oder kommt natürlich auch vor, dass ich unseren
öffentlichen Bücherschrank fütter. Gefühlt fütter ich aber da irgendwie ständig und nehme mir da nie etwas, aber ist ja egal. Hauptsache die Bücher werden weitergegeben. Dann, wie lange würdest du bei einem Standardbesuch in einer Buchhandlung verweilen? Das kommt auf die Zeit drauf an, weil ich kann mich ewig in Buchhandlungen aufhalten. Also wirklich, wenn ich Zeit und Lust habe, dann kann ich da stöbern und stöbern und stöbern. Und also locker eine Stunde auf jeden Fall. Weil mir macht es total Spaß, mich inspirieren zu lassen. Also ich gucke ja jetzt zurzeit nicht so viel BookTube, weil meine Zeit dann auch irgendwann begrenzt ist. So einmal die Woche, zweimal die Woche gucke ich BookTube und da kriege ich dann immer die Neuerscheinungen natürlich auch mit oder was eben gerade aktuell gelesen wird. Aber ansonsten lasse ich mich unfassbar gerne in Buchhandlungen inspirieren. Was ist gerade neu? Was kenne ich vielleicht noch nicht? Ich freue mich dann auch, wenn ich dort Bücher sehe, die ich schon habe und so weiter und so fort. Ich kann unglaublich lang durch Bücherhandlungen bummeln und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Dann nächste Frage. Wie viel Zeit pro Tag verbringst du tatsächlich mit dem Lesen? Das ist völlig unterschiedlich. Das kommt drauf an, weil ich nicht in jeder freien Minute lese. Ich habe ja auch noch andere Hobbys, wie zum Beispiel das Häkeln oder ich spiele gern Rätselspiele. Ich gucke gern Serien. Deswegen, ich würde sagen, täglich mindestens eine Stunde und die dann meistens so vor dem Einschlafen. Und dann kommt es drauf an, wie ich gerade Lust habe. Also es kann sein, dass ich am Tag mal irgendwie 3 Stunden lese. Es kann aber auch sein, ich höre aber auch unglaublich viel. Also stimmt, das Hören habe ich jetzt gar noch nicht mit einbezogen, weil ich muss ja natürlich auch täglich Hausarbeit machen. Und auch beim Spazieren oder wenn ich einkaufen gehe, habe ich eigentlich auch immer ein Ohrstöpsel im Ohr. Und da höre ich eigentlich auch sehr viel. Also okay, eigentlich beschäftige ich mich mit Büchern schon echt mindestens 3-4 Stunden am Tag. Also mit Geschichten, muss man wirklich so sagen. Kann auch mal mehr sein, kann auch mal weniger sein, so im Schnitt. Dann steht Lesen auf deiner täglichen To-Do-Liste. Also ich schreibe es mir nicht auf die To-Do-Liste. Ich bin natürlich ein Listenmensch. Ich schreibe es mir jetzt nicht auf, außer ich habe eine Leserunde. Aber es steht jetzt nicht auf der To-Do-Liste, aber ich mache es ja eh automatisch. Also das muss ich mir nicht aufschreiben. Dann, was schätzt du, wie viele Bücher du insgesamt besitzt, inklusive E-Books? Also E-Books zählen bei mir einfach nicht, weil ich nutze ja auch Scobie, ich nutze die Online. Ich habe auch so Bücher auf dem Tolino rumdümpeln. Die zähle ich nicht. Und ich weiß, damals vor 4 Jahren, als ich noch nicht ausgemistet habe, waren es weit über 1000 Bücher. Ich würde jetzt so sagen, also 700 Bücher könnte ich hier schon stehen haben. Also so mit Sub und mit Schätzen und so weiter und so fort. Ich denke, es pendelt sich immer auf 700 ein. Ich habe aber auch noch unfassbar viele Bücher im Keller, die darauf warten, eben unter die Menschen gebracht zu werden. Und hier im Treppenhaus, da stehen auch schon wieder Bücherstapel, die ich gerade erst wieder aussortiert habe. Also die zähle ich jetzt nicht mit rein. Aber das sind bestimmt auch nochmal so 300 Bücher, die einfach raus wollen. Ich kann aber Bücher nicht wegwerfen und ich weiß langsam echt nicht mehr, wohin mit den ganzen Büchern. Und ja. Dann, wie oft erwähnst du Bücher in Gesprächen? Ziemlich oft eigentlich, gerade wenn man sich so über Themen... Ich habe in meinem privaten Umfeld wenig Menschen, die gerne lesen oder die viel lesen oder wenn haben sie einen anderen Geschmack. Aber gerade wenn man sich über irgendwelche Themen unterhält, kommt es wirklich ganz oft vor, dass ich sage, ah, das habe ich neulich in diesem Buch gelesen, da war das so und so. Und weil man lernt ja auch trotzdem unfassbar viel, wenn man liest. Und das kommt schon vor. Ich nerve jetzt aber nicht mein Umfeld mit meinen Büchern. Also wenn ich merke, das interessiert die Person dann eh nicht, dann fange ich da gar nicht großartig an, weil ja, ich will ja auch keinen nerven. Ja. Welches ist das dickste Buch, das du zu Ende gelesen hast? Ich denke, es war der Übergang war sehr dick. Das war ja auch eine Trilogie, habe ich alle 3 gelesen. Das Stand habe ich gehört. Ken Follett, die Säulen der Erde habe ich gehört. MS von Stephen King, das habe ich auch gelesen. Und ich würde so sagen, ja, dass das so die dicksten Bücher waren. Dickere Bücher habe ich, glaube ich, nicht gelesen. Herr der Ringe habe ich eigentlich auch gehört. Das habe ich immer mal gelesen und dann habe ich es aber gehört.
Also würde ich wirklich sagen, dass es von Stephen King S war. Genau. Oder der Übergang. Wobei der Übergang ist ausgezogen hier. Da weiß ich gar nicht mehr, wie viele Seiten der hat. Ich weiß bloß, das waren unendlich dicke Klopper. Hatten, glaube ich, auch alle so um die 1000 Seiten oder so. Keine Ahnung. Ja. Dann gibt es ein Buch, das du trotz aller Widrigkeiten haben musstest. Damit ist wahrscheinlich gemeint, ich würde jetzt mal sagen, also ob das jetzt schlecht bewertet ist oder ob ich da einfach schwer herangekommen bin. Weil wenn es darum geht, dass ich schwer herangekommen bin, dann würde ich sagen, ist es Bestialisch von Graham Masterton, weil das eine sehr, sehr seltene Sammlerausgabe ist, die ich zu einem guten Preis bekommen habe. Immer noch viel zu teuer, aber für ein Buch halt. Aber ja, die habe ich noch nicht gelesen. Und ich freue mich da sehr drauf, die zu lesen. Und dass das jetzt einfach schlecht bewertet worden ist, bestimmt. Aber mir fällt gerade kein Beispiel ein. Deswegen bleiben wir bei Graham Masterton bestialisch. Dann gibt es ein Buch, das du nur mit Mühe beenden konntest. Also da gibt es wirklich einige Bücher, wo man sich so durchschleppen musste. Das waren dann so meistens so Rezensionsexemplare, die einen dann letztendlich dann trotzdem gelangweilt haben und die nicht so mein Fall waren. Ich glaube, die Unsichtbaren oder so fand ich langweilig. Dann was habe ich noch zu Ende gelesen? Inzwischen breche ich ja auch Bücher einfach ab. Hier brauche ich mich nicht umschauen, wenn dann... Ich habe eigentlich alles, wo ich mich so durchbeißen musste, habe ich tatsächlich einfach abgebrochen. You von Karen Kapnis heißt sie so, das auch verfilmt worden ist auf Netflix mit die Stalker-Geschichte. Da musste ich mich wirklich, wirklich durchbeißen. Das war so ein blödes Buch, Entschuldigung. Es war unglaublich langweilig, es waren sehr frustrierende Charaktere, nervende Charaktere und da musste ich mich wirklich richtig durchbeißen. Also das habe ich auch zu Ende gelesen, weil ich diesen Hype nicht verstanden habe, aber verstehen wollte. Und ich meine, wir haben da auch eine Leserunde gehabt und da habe ich mich durchgekämpft. Dann, was sind drei deiner wichtigsten Buchziele für 2021? Also eigentlich war es Sub. Einfach, dass ich den Sub hier endlich mal reduziere. Ich habe aber leider trotzdem, ich habe weniger gelesen in diesem Jahr. Ich möchte jetzt wieder mehr lesen. Das ist schon mal Ziel Nummer 1, dass ich wieder mehr Bücher lese, weil ich wirklich viele, viele tolle Bücher habe, auf die ich mich auch freue. Und das nächste war halt wirklich auch einfach Sub. Abbau. Jetzt habe ich aber leider immer wieder Bücher gekauft ohne Ende, weil ich mich einfach nicht wehren konnte. Ich will die Bücher ja haben, ich will die ja lesen. Und ja, und deswegen, das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, meinen Sub drastisch zu reduzieren. Und was mir auch wichtig ist, dass ich mich mal mit dem Sub Leichen beschäftige. Also ich drehe ja jeden Monat die Rache des Subs, dass ich mich bewusst mal mit den Büchern befasse, die unter dem Radar durchfallen, weil die Bücher halt noch älter sind. Und dass ich vielleicht gerade die Leichen dann vielleicht auch mal anlese und vielleicht dann doch ausmiste, wenn sie dann halt nichts sind. Ja. Dann, hatten Sie schon mal einmal jemanden zum Lesen gebracht? Mit Sicherheit. Also im privaten Umfeld auch, wenn ich gesagt habe, ja, das musst du lesen, weil das ist so und so. Das habe ich schon geschafft, jetzt noch nicht so häufig. Aber ich habe mich dann natürlich so richtig gefreut. Dann bringe ich natürlich meine Kinder zum Lesen. Sie lesen noch nicht selber, sie wollen aber immer vorgelesen bekommen. Und natürlich hier in der BookTube-Welt durch die ganzen Buchempfehlungen und so weiter und so fort. Genau. Und dann, was bedeuten Bücher für dich? Bücher sind für mich Entspannung, Abtauchen in eine andere Welt, ganz viel erleben, ganz viel kennenlernen. Einfach wirklich dieses Abtauchen, ne? Also, dass man überall sein kann, wo man möchte und aber trotzdem aus seiner Komfortzone nicht raus muss. Das ist so dieses, ne? Also man kann mit Mördern da irgendwie
irgendwelche Fälle bestehen. Man kann in fantastische Welten abtauchen. Man kann ganz viele Liebesromane, Liebe erleben und positive Dinge erleben. Und man kann Roadtrips planen und so weiter und so fort, ohne dass man aber hier aus seiner Komfortzone raus muss. Und man kann auch so ein bisschen seine dunkle Seite ausleben. Weil warum lesen wir sonst alle auch True Crime und so richtig garstige... Mörderisch gute Hörbücher. Oh, erlebe. Jetzt bin ich erschrocken. Denn warum lesen wir sonst alle so richtig böse, garstige Thriller oder True Crime oder sowas? Ja, das sind Bücher für mich. Bücher gehören zu meinem Leben dazu, seit ich denken kann. Und das wird sich auch, glaube ich, nicht mehr ändern. Ich habe in meinem Leben viele Hobbys ausprobiert, habe alles Mögliche mal ausprobiert, alles Mögliche gemacht und getan. Und das wird sich auch nicht ändern. Und ich übertreibe auch immer mit meinen Hobbys, wenn ich gerade irgendeine Obsession mit einem Hobby habe. Aber die Bücher, die sind irgendwie immer geblieben. Und das wird auch immer so sein. Ja, das war mein Wort zum Sonntag, mein Amen. Und ja, jetzt würde mich natürlich interessieren, wie ihr die Fragen beantworten werdet. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über ein Abo natürlich. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!